Wenn ich wählen würde, ja, dann AfD. Dann AfD. Nazi ist die Abkürzung für nicht an Zuwanderung interessiert. Ja, ich bin pro AfD. Ich habe jetzt die Linken gewählt, aber nur, weil ich die Leute hier kenne aus der Kneipe. Politisch sind, ausgerichtet sind wir als extreme Mitte. Ich komme halt von der Kleinstadt, da ist es richtig extrem. Was willst du? AfD natürlich. AfD, ja. AfD sind ganz einfach hoffnungslose, dämliche Vollidioten, die einfach nichts aus der Geschichte gelernt haben. Auch einander zugehen, den anderen zuhören, auch nicht gleich mit dem Finger drauf zeigen. Mal eine kleine Übersicht. Dresden ist die Landeshauptstadt Sachsens, allerdings die zweitgrößte Stadt mit 560.000 Einwohnern. Leipzig hat knapp 600.000. Übersicht, was wird gewählt hier in Dresden? Man sieht's, AfD vorne, vor CDU. Also das Bild ändert sich auf jeden Fall hier noch vor ein paar Jahren. War die CDU vorne. Ich lasse natürlich auch so die Straßenwerbung hier wirken auf mich in den Städten und schaut mal hinter mir, also das ist ja mal ein Turm der Plakate, ja, also habe ich so auch noch nicht gesehen. Man sieht im Westen weniger AfD-Plakate, allerdings hier im Osten der AfD sind sie natürlich ein bisschen mehr vertreten. Ja, also genau, das ist so ein bisschen außerhalb hier, da geht es dann rein. Hier sind ja im Hintergrund die Schlösser von Dresden, da fließt die Elbe. Und dann geht's da in die City rein. Ah, den Typen mit dem Fahrrad, den krieg ich glaube ich nicht mehr. Der ist echt schnell unterwegs. Aber mit dem ein kurzes Interview wäre schon cool. Der ist zu schnell, der Kollege. Kollege, hey, warte doch. Ah, Vollbremsung. Jetzt muss ich erst... Ah, ich bin im Muddy. Jetzt bin ich dir echt lange hinterhergelaufen. Bin gerade ein bisschen aus der Puste. Hast du Bock auf ein kurzes Interview, du? Schau super interessant aus. Ich würde kurz durchatmen. Zwei Minuten. Ich bin jetzt gerade hin und her. Ich kriege keine Karte mehr. Wie? Nochmal. Ich bin jetzt gerade hin und her. Ah, du musst jetzt ins Stadion? Ja. Spielen die heute oder was? Nee, wir spielen am Freitag. Aber okay. Jetzt kriege ich keine Karte mehr. Okay. Du bist Dresdner, oder? Ich bin Dresdner. Ja, ich mache politische Umfragen auch. Kann ich dich fragen, was du wählst? Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe mein ganzes Leben noch nie gewählt. Noch nie? Nee. Okay. Was würdest du so wählen? Wenn ich wählen würde, ja, dann AfD. Dann AfD. Was wären deine Beweggründe dafür? Ja, ich bin erstmal, dass die ganzen Ausländer hier rauskommen. Okay. Ja. Stören die dich, oder? Ja, nee, das wird ja mal ein bisschen mehr. Mal mehr, ja. Die nehmen eben die Arbeit weg. Okay. Ja. Arbeitest du? Ich gehe arbeiten. Was arbeitest du? Ich bin bei der Bahn. Bei der Bahn? Ach echt? Ja. Warst du da bei der Bahn? Ich war auch mal bei der Bahn. Ja, nee, ich bin da Rangierer. Ich komme jetzt gerade von der Nachtschicht. Okay, ach krass, von der Nachtschicht. Ja. Ja, da schaust du aber relativ fit aus. Wie alt bist du? Ich bin jetzt 59. 59. Okay, und was hat das mit deinem Fahrrad so auf sich, wenn du da nochmal kurz... Weil das, du bist ist, das ist, wenn ich jetzt hier zu Konzerten gehe oder... Jetzt haben wir hinten beim Fußball. Ja. Ja, da sammeln wir hier Flaschen. Meine Flaschen. Okay, warte, das ist ja super interessant. Also du sammelst Flaschen damit halt, ja, quasi, oder? Ja. Okay. Was machst du so an Geld mit Flaschen? Ja, es kommt jetzt so an. Jetzt sagen wir jetzt hier, wie bei Kaiser Menio, habe ich 400 Euro gemacht. 400 Euro? Also in 4 Tagen. In 4 Tagen 400 Euro? Ja. Wie viele Flaschen sammelt man da? Ja, jetzt haben wir ja zum Gästen die 25. Ja, klar. Och, jetzt haben wir auch Glas davon abgesehen. Ja, ja. Okay. Aber die 25, die ich habe, die bitte hoch. Okay. Wie heißt du? Ich bin Robert. Robert? Dankeschön für deine Stimme. Super interessant auf jeden Fall und auffällig, ja. Ich bin dir sowas von hinterhergespurtet. Ja. Hat sich gelohnt auf jeden Fall, eine interessante Stimme. Ja. Alles klar. Dann viel Spaß noch und jetzt Wackert Karte kriegen für Dresden. Ich hoffe, die kommen wieder in die Bundesliga, weil der Verein, der gehört sowas von also nach oben. Jetzt, ja. Wir haben jetzt hier gegen Köln gespielt, haben uns wir jetzt gewonnen. Gegen Köln, ja. Gegen den Pauli-Club. Also, gegen Regensburg haben wir uns wir jetzt gewonnen. Ja. Ja, vielleicht machst du es wieder, auf jeden Fall. Also, und jetzt am Freitag... Mit der Stimmung im Stadion, oder? Jetzt am Freitag spielen wir ja gegen Cottbus. Ja. Aber hier in Dresden. Dann geht's ab, oder? Und danach kommt dann Aue. Ja. Und dann... Schauen wir mal, was passiert. Ja. Alles klar, ich danke dir, ne? Also, Wacker. Komm rein, dir. Ja. Immer mal so, ja. Ich hab hier alles in der Hand. Ja. Mach's gut, ja. Ciao. Danke dir. Ja, krass.
Ja, da habe ich mal Gas gegeben vor euch, um die Stimme einzufangen. Habe ich auch noch mein super Gerät in der Hand. Ja. Mache ja hier die ganzen Impressionen sowieso hier aus der Stadt. Mal kurz das Rohr hier rausgeholt. Und ja, ich glaube, das hat sich gelohnt, da mal kurz hinterher zu spurten. Jetzt brauche ich erstmal ein Getränk. Ich trinke jetzt gerade hier meinen Kaffee in diesem ultra stylischen Sitz, ja, super gemütlich. Und die Kollegen von gegenüber sagten, wie? Sagst du mal? Wir politisch sind, ausgerichtet sind wir als extreme Mitte. Ja, genau. Also, falls man es nicht gehört hat, die extreme Mitte findet sich hier, ja. Und ihr sagtet, rechts und links trifft sich hier so letztendlich? Am Ende trifft sich alles. Also, wir haben jetzt hier gerade Montag 13:30 und ich muss sagen, hier in Dresden ist der Migrantenanteil bei weitem nicht so extrem wie in den Städten im Westen, was ich so miterlebt habe. Simon und Sophie sind hier auch in Dresden aus Bielefeld. Hallo. Haben mich gerade hier erkannt und du musst gerade Praktikum hier, ne? Ja, genau. Genau. Und Dresden gefällt euch? Sehr gut, sehr schön. Was sieht ihr da hinten? Sieht super aus. Dresden für mich schon sehr, sehr beeindruckend. Ich habe ja schon einiges in Deutschland gesehen und auch in der Welt. Aber Dresden muss man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Also kommt mal in die Stadt und lauft mal hier ein bisschen durch die Gegend und guckt euch das alles mal hier an. Ja? Hinter mir haben wir das Wahrzeichen Dresdens. Bereits 1726 wurde der Grundstein dafür gelegt und knapp 20 Jahre später auch vollendet. Hinter mir seht ihr übrigens das größte Porzellankunstwerk der Welt. 101 Meter lang, 24.000 einzelne Kacheln kleben da dran. Das ist der Fürstenzug hier in Dresden. Das schaut auf jeden Fall gigantisch aus, ja. Wofür steht ihr hier in Dresden? Frieden. Frieden ist allererste. Frieden. Das nächste ist Remigration. Remigration hat zwei Aspekte. Die Leute zurückholen, die aus Deutschland ausgewandert sind. Mich kriegt er nicht. Nee? Nee. Ja, das ist die Frage, ne? Wieso sind sie ausgewandert oder sag was? Sag gerne du, ich bin der Martin. Ja, ich bin seit 3 Jahren, ich bin okay. In Deutschland. Okay. Ich zahle aber noch meine Steuern hier, aber okay. Nicht mehr lange. Gut, ja. Also ich bin der Ältere, ich hätte eigentlich sagen müssen, also ich heiße Jens, wie alt bin ich denn? Achso, bei mir ist das so, dass dieses Englische, die englische Kultur, ja. Weißt du, überall auf der ganzen Welt, sag mal du. Und deswegen, ich wollte jetzt nicht unhöflich sagen sie auch alle zu zu ihrem Türken. Also ja. Ich wollte jetzt nicht unhöflich sagen. Kein Problem, also, kein Problem. Ist okay. Ist völlig okay. Ja. Sagt ja auch zu mir, da darfst du sagen. Ja. Darf ich auch du sagen? Gut, ja, ja. Okay, ja. So, dann haben wir noch eine ganze Line und zum Schluss kommt zum Beispiel, dass wir uns eben immer noch wünschen, dass man ein ordentliches Denkmal aufgestellt wird. Warte, einen Moment. Ja. Wie wollt ihr denn die ausgewandert sind, wie wollt ihr die zurückholen? Na, indem wir die Verhältnisse ja ein bisschen ändern. Ja. So, das heißt, diese Bevorzugung und Hochschätzung von Eingewanderten aufgeben zugunsten von Leuten, die Leistung bringen. Ja, aber gut, die müssen ja letztendlich irgendwie wieder angeworben werden. Ne? Den müsste man irgendwie versuchen klarzumachen, dass hier was geändert hat, ja. Und das fängt am besten damit an, dass also etliche Leute, die ja nach dem Geld in Rechnung verloren haben, gehen müssen. Alright, yeah. Also, was wir sehen, Syrien ist der Bürgerkrieg zu Ende, der Sieger hat Amnestie erlassen. Also wir haben alle keinen Grund mehr hier zu bleiben. Und Syrien braucht die Fachkräfte dringender als wir. Das stimmt, ja, tatsächlich. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, ne, dass wenn wir Migranten aus anderen Ländern bekommen, dass denen dann quasi die Leute auch immer fehlen. Falls ne? Das wirklich so qualifizierte Kräfte sind. Ja. Aber willst du nicht dabei sein, oder? Schon, oder? Schau mal, der Hassan, der hat mich gestern bei YouTube gesehen. Wo hast du mich gesehen? In YouTube, du warst in Duisburg. Ja? Finde ich die Themen sehr gut. Also welches Thema? Verschiedene eigentlich gesagt, hat Duisburg und Frankfurt. Die Kriminalität in die Frau, die drogenabhängig war. Ah ja, Frankfurt war das. Ja, Frankfurt. Warst du schon mal in Frankfurt? Nee. Warst du noch nicht? Heftig. Ich bin nur in Dresden sehr gerne. Lebst du in Dresden, oder? Ja, schon seit 8 Jahren, ja. Guck mal, du kommst einfach lang und ich habe schon die Kamera in der Hand, jetzt bist du dabei im Vlog, ja, hier aus Dresden. Ist das okay für dich? Ja? Cool. Ja, wie lange lebst du in Dresden? 8 Jahre. 8 Jahre? Ja. Cool. Wo kommst du gebürtig her? Süden. Wo aus dem Süden? Und habe ich gelebt, aber ursprünglich komme ich aus Latakia. Ja, also aus? Ich habe in Homs gelebt. Homs? Homs. Kenn ich gar nicht die Stadt. Homs? Wo ist Homs? Scheiße, ich muss gucken, ich muss Kenntnisse sind, glaube ich, in dem Sinne nicht die besten. Ja, und was hast du zu sagen? Gar nichts, ich wollte dir sagen, gut dem, auf jeden Fall. Ja, gefällt dir der Content, oder? Oder hast du auch ein bisschen Kritik? Ich brauche ein bisschen Kritik. Nein. Alles also die cool Situation Frankfurt oder wo warst du? In Köln? Fand ich nicht so
Die Menschen sind nicht dort, die haben sich vor allem muss dir sagen, dass es gut ist. Ja. Wie fühlst du dich hier in Dresden? Ganz gut, wie genau zu Hause. Alles, die Qualität von den Menschen, ja, die alles mir cool. Ja. Überall. Ja. Guck mal, mir ist aufgefallen, dass hier ja AfD zum Beispiel ja hier tatsächlich so die meisten Stimmen haben in Dresden. Mhm. Spürst du irgendwie auf der Straße irgendwie, dass da irgendwie ja vielleicht auch was gegen dich, weil du ja halt auch mit Migrations und das alles cool? Ja, ich bin pro AfD. Pro AfD? Ja. Okay. Also ich mag Sarah Wagenknecht, ich bin die ja, Sarah Wagenknecht ist aber Bündnis. Genau. Ja. Aber sie hat eine gute Woche. AfD finde ich ein bisschen Extremist gegen, weil die Leute, die hier kommen, verhalten sich auch Extremist dagegen, was okay. in Deutschland normalerweise bekannt ist. Oh ja. Deswegen, man erwartet in dieser Zeit, dass extreme Meinungen kommen. Ich als Ausländer trage ich das, weil ich sehe, die anderen verhalten sich wirklich extrem. Mhm. Sicherheit ist weniger. Ja. Das spüre ich. Ja. Und deswegen, aber meine gute Stimmung eine in der Mitte ist Sarah Wagenknecht. Als ja. Person finde ich sie okay. hat sehr gute Sicht. Gut. Genau. Danke für deine Meinung. Hauptsache Krieg vermeiden. Ja, das stimmt, das stimmt. Noch ganz kurz, was machst du beruflich? Ich bin ursprünglich Ingenieur, aber gerade ich Ingenieur. Ja, und ich mache meinen Diplom weiter. Danke für deine Stimme. Homs in Syrien, ich habe Süden verstanden und deswegen dachte ich irgendwie Homs eine deutsche Stadt. War ich überhaupt nicht auf der Höhe, lieber Hassan. Jetzt habe ich nochmal nachgeschaut, also aus Homs in Syrien kommst du, alles klar. Zwar Presse, was, also die sagen auf jeden Fall, ihr sagt rechts. Was sagt ihr dazu? Was ist rechts? Also, links gibt's. Links ist Kommunismus. Rechts ist sehr, sehr viel. Ich sage immer, es gibt Rechtschreibung, aber keine Linksschreibung. Ich bin Rechtsanwalt, aber kein Linksanwalt. So. Es gibt rechten Winkel, aber keinen linken Winkel. Ja, ja. Also wenn rechts patriotisch bedeutet, sage ich aber, okay. sind wir. Ja. Nazi ist die Abkürzung für nicht an Zuwanderung interessiert. Das bin ich in der also Tat. Also dieses Akronym habe ich tatsächlich noch nie gehört. Es gibt noch eine zweite Version. Die weißt du, was die Akronym für Stau ist? Nee. Spontaner Treff aller Urlauber. Okay, das haben wir hier richtig, ist die Abkürzung für Errare Humanum Est. Hirn ist menschlich. Das sagt jemand, der schon seit Jahrzehnten mit seiner Traumfrau verheiratet ist. Aber nochmal darauf zurückzukommen. Nazi kann auch heißen, nicht an Zwangsimpfung interessiert. Mhm. Die Lesart war vor Jahren stärker verbreitet. Aber Nazi ist nicht an Zuwanderung interessiert. Ja, das bin ich in der Tat nicht. Rechtsradikal sind wir aber nicht. Was ist ein Rechtsradikal? Ja, was ist der Unterschied zwischen Rechts und Rechtsradikal? Das müssen Sie die Leute fragen, die diese Etiketten aus verteilen. Aus rechtsanwaltlicher Sicht sage ich, es gibt dafür keine gesetzliche Definition. Alright. Das denkt sich der Verfassungsschutz irgendwie selber aus. Ja. Und dann gibt es Rechtsextreme und Rechtsradikale und irgendwelche, das kann ich nicht unterscheiden, es tut mir leid, wir machen keine Straftaten. Unser Programm ist ordnungsgemäß angemeldet beim Bundeswahlleiter, wir sind im Parteienregister registriert. Wir haben über 100 Abgeordnete in Sachsen, also in den Kommunalparlamenten, den Rest werden wir mal sehen, was kommt. So. Und wenn das rechts ist, na gut, dann bin ich halt eben rechts. Also wenn damit gemeint ist, also Patriotismus heißt letztlich, Dinge gemeinsam zu machen. Das ist meine Definition dafür. Dinge gemeinsam zu machen, ist sehr allgemein jetzt aber. Ne? Was haben denn die Herren Einwanderer uns voraus? Eigentlich nur ihren Zusammenhalt untereinander. Die brauchen nur auf den Schulhof zu gucken. Ein deutscher und ein türkischer Junge kriegen Krach miteinander. Bei dem Türken kommen Zähne dazugelaufen, bei dem Deutschen nicht. Das kann ich aus meiner Zeit bestätigen, aber ich hatte immer viele türkische Freunde. Von daher hatte ich da keine Probleme. Ich habe überhaupt kein Problem damit, wo jemand herkommt. Grüße an meinen Serkan. Ich sage mal keine Einzelheiten, aber es gibt den Laden, wo ich mir immer Salate machen lasse, weil ich Diabetiker bin und der Inhaber kommt aus Marokko. Ist auch inzwischen ein deutscher Staatsbürger und sagt zu mir, hallo, ich habe Sie gewählt. Sag mal, oh, dieses Gesindel, was hierher kommt, ich habe arbeiten müssen dafür. Die kriegen alles Geld für umsonst. Mhm. Dachte ich. Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, wo jemand herkommt oder was jemand ist. Ich habe ein Problem damit, was jemand macht. Der Vergewaltiger ist immer ein Schwein, egal wo der herkommt. Was Deutschland drauf und sonst wo, ja. Ja, was vielleicht noch ergänzen würde zum Patriotismus. Hm. Es sind Leute, die denken, dass sie noch ihre Heimat haben und dafür einstehen. Stimmt. Und stolz sind in einer gewissen Art. Ist ja, wenn das ja Verbrechen ist, dann sind wir Rechtsextreme. Hm. Allerdings muss ich sagen, der einzige Staat in der Welt, der mir einfällt, wo das noch geht, was du sagst, ist Russland. Ja. Also Russland ist der einzige Staat, jetzt haben wir mal von Weißen oder Kaukasiern, würde man sagen, ne, USA. Und Kaukasiern bewohnte Staat, der
wo die Leute noch ohne Wenn und Aber stolz darauf sind, Russen zu sein. Ja. Die kein Problem mit ihrer eigenen Geschichte oder Sprache oder Kultur haben. Ja, gut, aber das sind ja mehrere, also ist ja egal. Werden noch. Wo du, ja, ich meine, die Türken sind auch schon. Naja, gut, ja, das in gewisser Hinsicht auch noch. Ja, aber gut, aber dann ist es schon dünne, ne? Alle anderen haben irgendwie Schwierigkeiten. Jeder meint, sich für irgendwas entschuldigen zu müssen. Selbst was traditionelle Engländer. Weil sie vor 300 Jahren oder 100 Jahren Kolonien gehabt haben. Sorry, da kann ich nicht dafür. Nee. Mein Vater war 2 Jahre alt, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Soll ich mich dafür entschuldigen? Alright, mir fällt jetzt der Arm jetzt, ab. Ich habe auf jeden Fall reichlich Worte von euch gesammelt. Okay, gut. Jawohl. Danke nochmal für die noch Worte. Du musst noch ein kleineres machen. Ja, das nächste Mal. Das große. Der Kollege Polizist da hinten, der kommt jetzt auch schon an, der hat uns hier die ganze Zeit beobachtet. Ups, vielleicht können wir den ja auch noch mit aufnehmen, dann haben wir auch mal nochmal eine Polizeistimme mit drin. Schauen wir mal. Alles also, klar. Danke, gell? Auf Wiedersehen. Ja, ciao. Würde ich jetzt grundsätzlich gerne ungern. Okay. Öffnungszeiten ungefähr. Ich wollte jetzt nochmal den Sven hier antreffen und ihn fragen, ob der Bock hat auf ein Interview persönlich am Tisch mit dem Robert, weil der Robert hat zugesagt. Aber leider haben die später auch und der Sven ist nicht am Start. Danke, ne? Ja, ciao. Ich bin hier in Dresden geboren. Hier geboren und hier aufgewachsen. Ja, also hast du auch den deutschen Pass. Ja, bist wahlberechtigt. Alles, was dazu gehört, um deutsch zu sein. Ja. Wählen, Skinheads, das Gleiche? Und Links und Antifa ist absolut das Letzte für mich. Da will ich nichts zu tun haben. Ich werde, also jetzt hier in Sachsen werde ich definitiv die Linke wählen. Was willst du? AfD natürlich. AfD. Ja. Frage, was unterscheidet euch von der AfD? In erster Linie der Umstand, dass wir nicht danach streben, mit der CDU in die Regierung zu gehen. Das haben wir hier an irgendeinem von den Mutterfeldplakaten. Alle wollen mit der CDU, wir eigentlich nicht. Ist eigentlich mehr ist so eine Partei gewordene Bürgerbewegung und Truppe von Straßenkämpfern. Und wir müssen halt eben, damit wir den Parteistatus nicht verlieren, immer mal zu Wahlen antreten. Wir hatten bei der Kommunalwahl 2,7 sachsenweit, das war ganz ordentlich. Und da könnten wir mal versuchen, in die Gegend um die 5% zu kriegen. Und da werden wir ja sehen, was sich weiter das ergibt. Auf alle Fälle bleiben wir dadurch Partei. Man kann uns nicht so leicht verbieten wie Kompakt. Ja. Und was die AfD angeht, ich habe gerade ihm erzählt gehabt, der Vorstand hatte schon voriges Jahr AfD kontaktiert und gefragt, ob wir uns solche Abkommen treffen können, dass wir in bestimmten Wahlkreisen auf Kandidaten verzichten, dort wo es so wackelig ist, und sagen, wählt bitte den AfD-Kandidaten. Und die AfD im Gegenzug sagt, gibt die Zweitstimme der Rhein-Sachsen. Okay. Nicht zustande gekommen. Alright. Alright. Ich danke auf jeden Fall für die offenen Worte. Wie ist der Name? Lorek, Jens Lorek, Rechtsanwalt und seit kurzem Stadtrat in Dresden. Also ich bin gewählt worden, ja, am 9. Juni. Also, danke für die... Das ist ja ein herzallerliebstes, süßes Gerät. Das bin ich ja richtig, richtig... Ich habe normalerweise immer mein Mikrofon dabei. Das habe ich jetzt aber im Rucksack. Und jetzt benutze ich diese kleine Kamera. Ja, aber sie funktioniert auch. Ja, selbstverständlich. Ja. Und dieses dicke Gesicht da, das bin ich ja. Mit Hut jedenfalls. Ja. Da kennt man mich. Übrigens, wenn man hier so durch die Neustadt läuft, dann sieht man auch teilweise so Cafés, die sehr politisch angehaucht sind. Also gerade hier sieht man sehr viele Banner und Plakate, die in die politische Richtung gehen. Ne? Kein Polizeigesetz, wir müssen draußen bleiben. Ne? Also ja, schon interessant auf jeden Fall auch, ne? Was man hier so in der Neustadt für bunte Läden sieht, ja. Der Martin gibt mir. Der Martin hat mich hier noch ein bisschen ausgestattet, ne, damit ich ein bisschen selber unterwegs bin in Dresden. Jetzt kann mir nichts mehr passieren. Krass. Nein, dankeschön. Martin, komm mal her, wir quatschen noch eine Minute. Also der Martin ist hier am Bautzener Tor. Meine Zigarette geht drauf. Oh, deine Zigarette, ja. Das ist jetzt nicht die Putin-Kneipe, da gehen wir gleich hin. Martin, wie ist das hier mit der AfD? Wie nimmst du das wahr, so die Bewegung in Dresden? Alles voll Idioten. Ja, werden die mehr oder natürlich wird's immer mehr. Schärft sich zu oder die Lage? Ja, natürlich wird's so. Ja, na, ich merke es nicht. Ich bin ja gerade hier angekommen. Deswegen sammel gerade mal ein paar Dresdner Stimmen ein. Du bist hier geboren, oder? Nee, ich komme aus Neustadt, das ist noch schlimmer. Neustadt? Aus Neustadt in Sachsen ist direkt an der Tschechengrenze quasi. Alright. So noch Sebnitz dazwischen, was noch schlimmer ist, aber. Okay. Aber Dresden sind die auch gut unterwegs hier. Nicht so, also Dresden geht noch. Also Osten ist Dresden noch harmlos. Was willst du? Na, ich habe jetzt die Linken gewählt, aber ohne, weil ich die Leute hier kenne aus der Kneipe. Ah, wegen der Kneipe also, dann quasi. Und das war früher eine rechten Kneipe, hast du mir vorhin gesagt. Das muss früher mal richtig schlimm gewesen sein. Wie kann es denn, wie passiert das, dass aus einer rechten Kneipe eine linke Kneipe wird? Indem es den Besitzer ändert. Okay. Der hat alle rausgekehrt und dann hat sich das Klientel hier ein bisschen normalisiert, was aber noch sehr weit weg von normal ist. Alright. Die sind jetzt anders seltsam. Das ist hier die Putin-Kneipe. Da gab es früher mal eine Putin-Ecke hier, die haben sie aber weggemacht. Aber das schon 2019, als neue Besitzer kamen, also noch vor dem Krieg, hat mir die Mitarbeiterin gerade erzählt. Hier ist übrigens die Kirche, die ist auch da vorne zu finden. Und
Ja, ich habe es mir ein bisschen irgendwie oldschooler vorgestellt. Irgendwie schaut schon ziemlich modern aus. Keine Ahnung, wie das vor dem neuen Besitzer hier aussah. Wo der Putin immer zu Gast war. In der Hauptstraße 35. Am Tor. Und ich werde jetzt mal hier Bratkartoffeln mit zwei Spiegeleiern essen. So sieht das hier ungefähr aus. Darf ich mal kurz zu dir kommen? Ja. Ich komm mal zu dir dann. Ich habe gerade meine Mini-Cam. Wow. Ja. Wie heißt du? Ich bin Tommy. Tommy, hi Tommy. Ich bin Marcin. Hi Marcin. Hi, Marcin, genau. aus dem Polnischen. Ach geil, ich heiße Pschybysch mit Nachnamen. Pschybysch? Ja, okay. Ich bin quasi, meine Vorfahren kommen aus Polen. Ah, okay. Ja, schau. Aus Krakau in der Nähe. Aus Krakau, ja, same hier. Auch 20 Kilometer, ja. Ja. Also was wolltest du gerade sagen nochmal? Achso, ja. Es geht eher darum, dass es hier so ein bisschen dieser politfreie Raum bleiben sollte oder sein kann, wo sich Menschen halt nicht fronten, ja, sondern ein bisschen mehr reden. So, weißt ja. du? So ein bisschen dieses aufeinander zugehen, den anderen zuhören, ja, und nicht gleich mit dem Finger drauf zeigen. Weil das macht die Gesellschaft sich gerade zu einfach alles. Einfach nur mit dem Finger drauf anzeigt, so, man gehört einer bestimmten Gruppe zu und fertig aus. Und das soll es halt hier nicht sein. Es soll ja dieser freie Raum sein, wo sich Leute unterhalten können. Austauschen und sich die Meinung anhören. Genau, darum geht es. Das Hören, das Zuhören. Das haben nämlich die Leute vergessen. Die können nicht mehr zuhören, weil alle nur reden wollen und am Ende nur alles nachmachen. Aber am Ende soll sich hier jeder zu Hause fühlen, egal welche politische Meinung er hat. Mhm. Klar muss man bei gewissen Sachen differenzieren, wenn es um starken Rassismus geht, darüber braucht man nicht zu sprechen. Mhm. Wir sind Menschen, ja. Mhm. Das gehört auch hier nicht her, ja. Aber grundsätzlich könnte man hier ganz normal miteinander quatschen. Das ist mir egal, der bekanntlich vielleicht letzten Monat die AfD gewählt hat. Mhm. Mir dann die Gründe erklärt dafür, dann spreche ich mit ihm. Willst du? Bitte? Willst du? Ich wähle, ja. Was willst du? Ich bin zurzeit sehr, sehr, wie sagt man? Ja, nochmal weiter. Ja. Ich persönlich dieses Jahr die Piraten gewählt. Okay. Aus keinem bestimmten Grund, weil es gibt für mich gerade keine Partei und auch vorher, in den letzten 10 Jahren, gab es keine Partei, die für mich das... Aus keinem bestimmten Grund. die das vertritt, was ich gerne möchte. Got it, ja. Was wäre so dein Bewegthema persönliches, was dich, weil mir fällt auf in Gespräch mit so vielen Menschen mittlerweile, dass jeder irgendwie 1-2 persönliche Themen hat und dann deswegen eine bestimmte Partei wählt, unabhängig davon eigentlich, was so der Rest des Parteiprogramms ist. Genau. Das fällt mir so auf, ja? Genau. Was wäre so dein persönliches Bewegthema? Nein. Ich muss mal meine Hand wechseln, mir fällt wieder das ist hier. Schon, ja? Das ist schon steif. Prinzipiell das Erste, an was gearbeitet werden muss, ist das Bildungssystem. Ja. So, damit fängt alles an. Weil, ja. Und damit meine ich nicht nur das Bildungssystem, Schulen oder sonstiges, sondern ich meine vor allen Dingen auch, wie geht man mit Kindern im Allgemeinen, auch schon im Elternhaus, in der Umgebung von dem Kind und sonstiges. Hm. Daran muss gearbeitet werden, weil ehe das nicht passiert, sich irgendwas am Schulsystem ändert, weil die Möglichkeiten haben... Das ist veraltet, oder? Also das Schulsystem... Du kannst es nicht mal mehr veraltet, das ist Neandertaler. Ja. Ich will keinen Hast du Kinder? Ich habe ein Kind, richtig. Ja. Der lebt nicht bei mir. Okay. Wie alt ist dein Kind? 10. 10? Mhm. Ja, so. Ich bin 38. 38, okay. Alles klar, ja. Genau, und das ist so ein bisschen, glaube ich, der Grundstein, der gelegt werden muss. Bevor man da nichts ändert, braucht man an anderen Sachen nichts ändern. Ja. Weil alles baut darauf auf, weil Kinder, unsere Kinder, sind diejenigen dann auch gewisse Ideologien vertreten oder weitertragen oder daran arbeiten oder sonstiges. Und wenn das im Schulsystem und in der Erziehung schon nicht klappt, wie will man die Menschen denn noch verändern jetzt? Also, ja. Und damit fängt alles. Das ist mir eigentlich das Wichtigste. Sehr reflektierte Worte. Oh, danke. Ja. Ja. Und ich glaube tatsächlich, also ich meine, ich persönlich habe keine Kinder, aber ich vermute mal, wenn man Kinder bekommt, dass man da nochmal ein ganz anderes Verantwortungsbewusstsein entwickelt, oder? Mit Sicherheit. Ja. Das passiert automatisch. Aber sollte man da nicht irgendwie noch bewusster tatsächlich dann auch
seine Stimme, sage ich jetzt mal, nicht verschenken, wenn ich das jetzt so sagen darf, sondern bewusster einsetzen bei den Wahlen zum Beispiel. Du meinst jetzt zum Beispiel, wenn Eltern haben jetzt ein Kind bekommen? Ja, also du zum Beispiel jetzt auch persönlich. Ich meine, du hast ja jetzt ein Kind, fühlst dich auf jeden Fall verantwortlich auch für dein Kind. Und ja, findest du nicht, dass man dann die Stimme, weil du hast jetzt so irgendwie gesagt, aus einem Grund? Nee, nicht falsch verstehen. Auf jeden Fall gibt es keine Partei in Deutschland, die in irgendeiner Form genau das, was ich will, daran ändert. Also das als oberstes Parteiziel zu sehen, gibt es einfach nicht. Ja. Also was wäre das? Was wäre der Punkt? Ja, Schule, also wirklich Schulsystem, das Bildungssystem ändern. Alright. Grund von Grund auf. Ja. Das ist das, was ich denke. Gehe ich hundertprozentig mit an. Ja. Ja. Obwohl ich keine Kinder habe, aber ich will ja noch Kinder haben. Nee, du, ja. Jetzt würde ich auch sagen, ja. Das ist ja so veraltet, also ist ja krass. Ja. Nee, da veraltet das. Ist, wie gesagt, das ist halt ein Rattenschwanz. Das baut alles aufeinander. Das ist der erste Stein an der Pyramide. Die Krone schlägt, wenn der erste Stein schon so schwer ist. Kommst du aus Dresden? Nee, ich komme nicht aus Dresden. Ich komme aus dem schönen Havelland, aus Havelberg. Havelberg? Berg, wo ist der? Das ist im Norden Sachsen-Anhalt. Fast Grenze zu Brandenburg, ein bisschen höher als Berlin. Ich bin auch teils in Berlin mit aufgewachsen. Und, genau. Was machst du beruflich? Jetzt arbeite ich hier. Im Café auch? Ja. Wie viele Leute arbeiten denn hier? Arbeitet ihr alle oder was? Mehr oder minder, ne? Ja. Ich bin aber eigentlich gelernter IT-System-Elektroniker und habe in der Lichttechnik gearbeitet. Right. Und lange als Roadie, also quasi als Konzert, wie sagt man jetzt, Techniker oder Bühnentechniker. Hm. Bin dann irgendwann hier reingerutscht. Okay. Und wir sind ja alles Musiker hier und haben das auch alle so kennengelernt. Ja. Und dann hat einer gesagt, hier der Pebel, der Typ. Ja. Hat dann halt gemeint, Kaffee und läuft. Läuft. Auf jeden Fall habt ihr einen coolen Style, den mag ich. Und das ist mein Lieblingsstyle da hinten. Das ist eine alte Rikscha, die kommt ursprünglich wirklich aus Hanoi. Die haben wir hier vor einem Geil, Mann, meine Wahlheimat übrigens. Also nicht Hanoi, sondern Da Nang in Vietnam. Ach, echt? 72. Ja, 72. Original. Das ist original. No way. Also, ich kann es ja gleich löschen, wenn es dir nicht gefällt, oder? Was soll ich sagen? Wir machen es nicht politisch? Gar nicht, wir machen es authentisch. Und du sagst, ob du Bock hast oder nicht. Ich habe gerade den Paul hier getroffen, trinke gerade einen Kaffee in diesem super stylischen Café. Ja, wie groß bist du, Paul? 2,11 Meter. 2,11 Meter? Echt? Ja, da bist du noch größer als mein Andi, mein Bodyguard aus München, der ist 2,07 Meter. Auf jeden Fall, mir fehlt noch eine Stimme, so grundsätzlich, du bist ja hier im Osten geboren, 60 Kilometer von Dresden. Was denkt man heutzutage, wie alt bist du? Ich bin 32. 32er, ja. Was denkt deine Generation, oder was denkst auch du persönlich, so über den Westen und Osten? Gibt es da irgendwie Unterschiede? Also gibt es da noch so, weißt du, weil früher war ja so, ja, die Ossis und die Wessis. Hatte mal ein paar Worte dazu. Ja, also ich glaube, so die ganz alte Sicht, wie sie von früher ist, ist nicht mehr bei uns so da. Aber klar merkt man natürlich, gerade so von Gehältern und so, den Unterschied, wenn man gerade in seiner Bubble sich irgendwie mal mit anderen aus dem Westen unterhält, dass man hier deutlich weniger verdient. Aber dennoch ist das Potenzial halt hier da. Und deswegen ist es auch schwer, irgendwie, zumindest für mich zu sagen. Oh ja. Warst du mal im Westen unterwegs? Nur durchgefahren oder urlaubsmäßig, aber so zum Leben oder zum Arbeiten nicht wirklich. Ich sag dir ganz ehrlich, Paul, ich habe mittlerweile so das Gefühl, dass langsam der Westen irgendwie so downgegradet wird. Kaffee ist fertig, hol ich mir gleich ab. Dass der Westen so ein bisschen absackt, sag ich mal, und dass der Osten gerade so voll on the rise ist. Ja, hab ich auch das Gefühl. Also gerade hier, wir sind in Dresden-Neustadt, sehe die kleine Welt für sich in Dresden. Weil die Bauern, ja, aber da merkst du es auch. Irgendwie ist gerade seit Corona und irgendwie, das war ein Jahr bisher das Umbruch bei ganz vielen. Ja. Aber irgendwie deshalb habe ich das Gefühl, mir geht eigentlich. Ja, im positiven Sinne. Ich frage dich einfach mal, wie siehst du so diese politische, die Parteigeschichten, was wir gerade haben? Da ist auch was im Wandel. AfD ist mittlerweile die stärkste Stimme. Stimmt. Stehst du zu dem Thema? Ja, also schwierig dem Thema AfD gegenüber. Ja. Ich komme halt von der Kleinstadt, da ist es richtig extrem. Also ich glaube 60-70% AfD. Aber ja, wenn ich halt mit meinen Eltern drüber rede, ist ja alles so dann die Bubble. Einfach sehr unzufriedene, ängstliche Leute. Also klar, auch viel das rechte Spektrum und auch wirklich die Nazis unterwegs. Aber die meisten, glaube ich, einfach Angst, sich zu öffnen. Und ich glaube, das ist gerade vielleicht das Ding. Wie ist dein Gefühl hier in Dresden so? Gibt es da irgendwie einen Clash oder
schon Clash. Es ist halt auch wieder, ne, dann die Neustadt ist halt dann wieder so für sich und eher das alternativere zu. Ja. Deswegen, aber auch hier die Wahl, jetzt Kommunalwahl war ja dann auch 6-7% AfD hier in der Neustadt. Das ist schon vieles für die bunte Neustadt. Ach, rein für die Neustadt? Rein für die Neustadt. Ja. Oh, glaube ich zumindest. Dresden wird übrigens auch Juwelbox genannt, denn hier gibt es die größten Schätze Europas, vielleicht sogar der Welt. Allerdings, als im Zweiten Weltkrieg 90% der Stadt zerstört wurde, wurde natürlich auch oder ging viel der Schätze verloren. Jawohl, Dresden, auf jeden Fall eine Stadt, die man sich reinziehen muss. Für mich eine der schönsten und interessantesten Städte tatsächlich aus Deutschland. Und ich fahre jetzt weiter nach Berlin, war heute Morgen noch auf dem Polenmarkt, wieder hier mit dem Poli-Trikot. Das Video kommt morgen oder übermorgen und dann kommt Content aus Berlin. Gerne lasst mich wissen, was ihr in Berlin so erleben wollt mit mir zusammen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Haut rein. Ich bin übrigens gerade hier am Editen in einem Bio-Shop in Cottbus. Energie. War ich auch noch nie. Cottbus. Jetzt habe ich mal Cottbus gesehen. Sehr gutes Essen haben sie da oben. Haut rein. Ciao.